Ihre ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda als Kanzlerin. Ist das ein fairer Lastenausgleich? Jeder bekommt das, was er verdient. Ende! Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann.